Frage stellen. Im Wesentlichen aber soll es dann. Zu einem Breitbandgipfel trafen sich Vertreter der Firmen Telekom, MDDSL, MDCC, Kabel Deutschland und weitere Firmen in der Ratsdiele des alten Rathauses der Landeshauptstadt an Donnerstagabend. Hauptthema war der Ausbau der DSL-Infrastruktur in den ländlichen Ortsteilen von Magdeburg, wie zum Beispiel Sudenburg, Rothensee und Neue Neustadt. Einige Baumaßnahmen wurden bereits abgeschlossen, aber viele befinden sich noch in der Ausbauphase. Also wir werden jetzt demnächst punktuell in einigen Bereichen in Magdeburg einen Breitbandausbau fortführen. Dann werden wir Leerrohrverlegung durchführen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen, praktisch sogenannte Mitverlegung, um dann die Grundvoraussetzungen zu schaffen, dort punktuell was zu machen. Der Ausbau der Breitbandtechnologie ist nicht so einfach, zumal noch die vorhandenen Netze aus alten Kupferkabeln bestehen. Nach der Wende 1990 und der Zusammenführung DDR und BRD hatte man festgestellt, dass noch zu wenige Netze ausgelegt waren. Sicherlich für damalige Verhältnisse auch ein finanzielles Problem, das man mit einer sogenannten Opal-Variante dann gelöst hatte. Mit der alten Technik konnte man früher große Reichweiten überbrücken. Die Telekom sparte dadurch Verteilerstationen ein. 1991 erreichte man in Leipzig mit dieser Technik, einer Kombination aus Glasfaser und Kupferleitung, eine Datenrate von 35 Megabits, die rund 288 Teilnehmer versorgte. Entscheidend für den Ausbau der Breitbandvariante war aber das Erreichen einer höheren Datenrate. Positiv wirkte sich das insbesondere auf die Nutzung der TV-Angebote oder andere Medien aus. Die Opal-Variante sei aber auch, was die Geschwindigkeit angeht, gleichwertig. Und, wir als Telekom sind zurzeit dabei, die sogenannten Opal-Gebiete zu prüfen, wie sie breitbandig ausgebaut werden können. Diese Prüfung wird noch etwas andauern und eventuell werden dort Netze geprüft, entweder mit der Curb-Variante, mit normalem VDSL-Ausbau, beziehungsweise den Fiber-to-the-Home-Ausbau. Viele Bürgerinnen und Bürger können von schnellem Internet aber noch nicht profitieren, geschweige denn überhaupt noch nicht nutzen, da die Anschlüsse fehlen. Deswegen hat das Land Fördergelder freigegeben, um auch im letzten Winkel des Landes versorgen zu können. Ja, für Magdeburg gibt es prinzipiell mehrere Möglichkeiten. Zum einen der neue Funkstandard LTE. Zum zweiten versuchen wir in Gebieten, in denen es besonders langsam ist, mit der Telekom und anderen Unternehmen ins Gespräch zu kommen, um dort kabelgebundene Lösungen zu ermöglichen. Und wir haben die Stadt auch darauf hingewiesen, dass ein zusätzliches Förderprogramm zur Verfügung steht, mit dem der Breitbandausbau unterstützt werden könnte. Ja, was muss jetzt passieren, damit das auch funktioniert? Ja, die Stadt musste sich dazu entschließen, einen entsprechenden Förderantrag zu stellen. Darüber sind wir mit der Stadt im Gespräch. Ansonsten müsste insbesondere die Deutsche Telekom in den besonders schwierigen Gebieten, sprich in Sudenburg, in Nordwest, aber auch in Westerhüsen, nochmal genau analysieren, wie es um das Netz steht. Internet ist so ziemlich für jeden Bürger heute gesehen eine Existenzfrage. In Sachsen-Anhalt jedenfalls. In Magdeburg und Umgebung zumindest haben die Bürger den Anspruch, konkurrenzfähig zu sein. Und gleichzeitig streben sie an, in einer modernen Umgebung zu leben. Dazu gehört auch die Nutzung, gleichzeitig Fernsehen und seine liebste Serie aufnehmen und nebenher sich einen Film anschauen oder Musik hören und gleichzeitig sich seine Mails durchlesen. Und das natürlich ohne Bildausfall, Farbwechsel und anderweitigen Problemen.